Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wir sind immer noch in der Ruine im Zulft und sind jetzt hier bei der Tür, die mit Sicherheit zum Observatorium führt. Und ja, genau da machen wir jetzt weiter. Mal gucken, was hier passiert. Garbos? Seid ihr das? Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Lasst mich die Tür öffnen. Was zum... Was tut ihr hier? Was habt ihr mit Davros gemacht? Sag mir mal lieber das Zweite, ansonsten nicht, wir haben ihn gekillt. Ich suche die Synode. Und warum würdet ihr so etwas tun? Ach, es spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Davros wird niemals zurückkommen. Und er hätte eigentlich den Kristall haben sollen. Ohne den sind wir nämlich verloren. Es war alles umsonst. Wer immer ihr auch seid, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt die Synode gefunden. Nur mich allein, umgeben von wütenden Maschinen und noch wütenderen Fallmann. Was hast du mit dem Kristall auf sich? Beim ersten Mal hat es nicht funktioniert. Ich wollte es Gavros erklären, aber er wollte nicht auf mich hören. Nein, es wird nicht zu kalt, sagte er nur. Aber natürlich hatte ich am Ende recht. Als wir hier eintrafen, war alles ganz falsch eingestellt. Verformt durch die Kälte. Davros musste alles nach Sirodiil zurückschaffen. Hat den Rest von uns einfach hier zurückgelassen, um die verdammten Falmer abzuwehren. Wofür ist der Kristall gut? Es war eine wirklich brillante Idee. Natürlich stammt sie hauptsächlich von mir. Auch wenn Davros den ganzen Ruhm dafür eingeheimst hat. Ist aber geheim. Amtliche Synodenangelegenheiten können nicht darüber reden. Ja, alles ist im Geheimen. Egal. Dann such halt den Stab des Magnus. Ach ja, leider kann ich euch damit nicht helfen. Ich brauche den Kristall, bevor ich etwas Sinnvolles machen kann. Und ich habe ihn nun mal nicht. Ich habe zufällig den Fokuskristall gefunden. Ist es das, wonach ihr gesucht habt? Ihr habt ihn gefunden? Aber wie um alles in der Welt? Das ist er. Das ist er! Ich weiß ja nicht, wer ihr seid, aber ihr habt möglicherweise gerade dieses kleine Projekt gerettet. Wer seid ihr überhaupt? Ich gehöre zur Akademie von Winterfeste. Was ihr nicht sagt. Savos wollte uns nicht einmal eine Audienz gewähren, als wir zu euch kamen. Und nun kreuzt ihr hier auf und erwartet euch etwas von mir? Das gefällt mir ganz und gar nicht, wisst ihr? Aber ihr habt mir die Haut gerettet, also kann ich vielleicht über die Vergangenheit hinwegsehen. Kommt, ich erkläre es euch unterwegs. Was immer Gavros auch gesagt haben mag, ich hatte die Idee zuerst. Der Rat wird nach meiner Rückkehr davon erfahren. Es war meine Idee, dieses Ukola zu verwenden. Ich weiß nicht mehr, wie die Zwerge es nannten. Etwas Unaussprechliches, so viel steht fest. Aufgrund unserer Nachforschungen glauben wir, dass sie darauf aus waren, die Natur des Göttlichen zu entschlüsseln. Ihre gesamte Maschinerie war mit dem Ziel erschaffen worden, das Sternenlicht zu sammeln, um es dann... Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Um es irgendwie zu spalten... Es war meine Idee, eines der Hauptelemente durch unseren Fokuskristall zu ersetzen. Dazu musste ich über viele Monate unzählige Verzauberungen anwenden. Wollen wir nur hoffen, dass diesmal alles stimmt. Hier, wundervoll, nicht wahr? Es war eine Heidenarbeit, das wieder zum Laufen zu bringen. Ich hoffe, die Plackerei zahlt sich noch aus. Sieht ziemlich cool aus. Kristall in die Vorrichtung in der Mitte. Dann können wir den Vorgang zur Fokussierung einleiten. Klingt nach einer super Idee. Ich habe sogar noch eine gute. Wir gucken erstmal, was wir hier finden. Okay, mit den Knöpfen wird man bestimmt dann was machen können. Was haben wir hier? Kultur der Twema. Nehmen wir mit, kann man verkaufen. Ja gut, ansonsten ist ja nicht viel, ne?
Hm? Wollt ihr etwas von mir? Ja, was soll ich tun? Der Kristall muss nun fokussiert werden. Er wurde so weit von hier erschaffen, dass uns von Anfang an klar war, dass noch einige Feinheiten geregelt werden müssen. Der Kristall dehnt sich beim Erwärmen aus und zieht sich beim Abkühlen zusammen. Dadurch ändert sich auch die Art und Weise, wie sich das Licht in ihm bricht. Die Wärme- und Kältezufuhr regelt ihr anhand von Zaubern, die ihr aus der Akademie eigentlich schon kennen müsstet. Ihr solltet hier ein paar Bücher mit dem nötigen Grundwissen finden, sollte eure Ausbildung noch schlechter sein, als mir zu Ohren gekommen ist. Sehr nett von dir. So wie ich allerdings weiß, weil ich letztes Mal da nämlich auch schon gerätselt hatte, müssen das unbedingt die zwei richtigen Zauber sein. Flammen war das. Und dann, genau, Frostbiss. So, ich weiß zwar nicht mehr genau, wie es weiterging, aber ich weiß. Oder, warte mal. Kleinen Moment. Die Lichtstrahlen müssen bestimmt diese gleichfarbigen Punkte, die sind nämlich auch hier drauf, treffen. Okay, wir können hier anscheinend irgendwas. Da. Ne, es trifft noch keinen der Bahn. Immer noch nicht. Das trifft auf eine Bahn. Okay. Also die drei Bahnen treffen wir schon mal. Ich glaube, jetzt müssen wir nur noch die richtig einstellen. Das geht garantiert mit der Maschine hier oben. Mal gucken, was hier was bewirkt. Das ist der untere. Okay. Da müssen wir ein paar Mal drücken. Mal schauen. Vielleicht müssen wir aber nochmal neu fokussieren, aber so auf den ersten Blick scheint alles zumindest so zu sein, dass man es treffen kann. Wenn er natürlich jetzt dran vorbeifährt, dann stimmt das nicht, aber eigentlich zielt er ziemlich gut in die Mitte. Das sieht gut aus auf den ersten Blick. Ja, das sieht schon mal gut aus. So, der muss... Wo ist der denn hin? Darüber, okay. Ja, zweimal werden wir bestimmt noch drücken müssen. Cool, jetzt über uns, also noch ein paar Mal. Na prima, der passt auch. Das ist jetzt noch der. Sag mir bitte, dass du dich andersrum drehst, sonst müssen wir 10 Mal drücken. Bam! Jahrelange Arbeit macht sich endlich bezahlt. Aber was ist es? Diese Resultate sind ganz anders, als sie sein sollten. Diese Projektion sollte erleuchtet sein wie der Nachthimmel. Irgendetwas verursacht eine beträchtliche Störung. Irgendetwas in Winterfeste, wie es scheint. Was für ein Spiel treibt ihr da? Ist das etwa ein Versuch, meine Arbeit zu behindern? Also, was ist? Was habt ihr getan? Wusstet ihr, was wir zu erreichen versuchten? Seid ihr hier, um sicherzustellen, dass euer Plan aufgegangen ist? Dass eure Anstrengungen nicht umsonst waren? Nun, erklärt euch! Das sind 4 Fragen. Chillmann-Runde, ich hab nichts gemacht. Okay. Komm, wir stellen uns doof. Ist was schiefgegangen? Ob etwas schiefgelaufen ist? Schiefgelaufen? Alles ist schiefgelaufen! Absolut alles! Was auch immer an der Akademie passiert, es hat unsere Arbeit hier komplett beeinträchtigt. Wie habt ihr es gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ihr müsst aber irgendetwas tun! Es gibt keine andere Erklärung. Ihr habt da etwas in eurer Akademie, nicht wahr? Etwas unglaublich Mächtiges. Etwas, das alles übersteigt, was ich jemals erwartet hätte. Was ist es? Meint ihr das Auge von Magnus? Das Auge von Magnus? Nun, wenn das bedeutet, was ich glaube, dass es bedeutet... Also, das ist ja interessant.
Wovon redet ihr? Ihr sucht etwas, nicht wahr? Den Stab des Magnus. Aber selbst wenn ihr versucht, meine Arbeit zunichte zu machen, können wir hier immer noch etwas lernen. Ich kann euch nicht alles erklären. Dadurch würde ich viele der Geheimnisse verraten, die die Synode über die Jahre hinweg zusammengetragen hat. Ich bezweifle außerdem, dass ihr alles bis ins Detail begreifen würdet. Habt ihr jemals das Planetarium in der Kaiserstadt gesehen? Das diente als Inspiration für diese Idee. Anstatt den Himmel zu projizieren, projizieren wir ganz Tamriel und nutzen dann die latenten Energien zur Überlagerung der Positionen von... Ihr müsst nur wissen, dass das Ziel der ganzen Arbeit war, uns Quellen großer magischer Macht zu offenbaren. Natürlich nur zum Schutz des Kaiserreichs. Und doch wurden uns am Ende nur zwei Orte offenbart. Und einer davon ist eure Akademie. Der andere Ort? Nun, es kann sich nur um Labyrinthion handeln. So, so, Magier von Winterfeste. Wie es scheint, habe ich eure Absichten durchschaut. Selbst wenn all eure Worte Lügen waren, weiß ich, dass ihr in Winterfeste etwas habt, das den Rat der Synode sehr interessieren wird. Also schön, tretet auf der Suche nach eurem Stab den langen Weg nach Labyrinthion an. Ich hingegen werde nach Cyrodiil zurückkehren und dem Rat meinen vollständigen Bericht unterbreiten. Diese Sache ist noch nicht vorbei, das kann ich euch versichern. Der Stab des Magnus befindet sich also in Labyrinthion? Nun, ja, wahrscheinlich. Ich meine, ja, natürlich ist er dort. Aber das spielt nun keine Rolle mehr, weil ich weiß, dass ihr in eurer Akademie etwas noch viel Wichtigeres verbergt. Der Rat muss davon erfahren. Er muss wissen, was ihr im Schilde führt. Ich bin in amtlichen Angelegenheiten des Hohen Rates der Synode hier. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ihr seid schon zu lange hier. Ihr seid verrückt. Bin ich das? Bin ich das? Ich glaube eher, ich habe hier mehr entdeckt, als ich mir jemals erhofft hatte. Ihr werdet mich mit euren Schwindeleien nicht verwirren. Ich glaube, wir sind hier fertig. Das ist der Moment, wo man eigentlich folgende Taste drücken müsste. Ah, wir sind nett. Wir sind ja irgendwie die Guten. So, jetzt gucken wir aber erstmal. Wir haben ja hier im Gang noch einige Sachen hinterlassen. Erstmal ein bisschen mehr Licht. So. Dann plündern wir, was das Zeug hält. Nicht wertvoll. Nicht wertvoll. Wir packen den Tornister so einen Quatsch ein. Okay, gut, lassen wir das. Oh, ein wertvolles Buch. Also, nicht ganz wertlos. Ist auch ganz okay hier. Den nehme ich glaube nicht mit. Der ist zwar wertvoll genug, aber ich glaube, ich habe eine Quest und der müllt mir dann ins Inventar zu, bis ich der genügend habe und die abgebe. Bislang habt ihr euch gut geschlagen, doch es stehen schwere Zeiten bevor. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ihr sofort in die Akademie zurückkehrt. Ihr werdet aufgefordert werden, schnell zu handeln. Stellt euch der Herausforderung und findet heraus, wozu ihr fähig seid. Ihr seid auf dem richtigen Weg und ihr werdet Erfolg haben. Den Typ finde ich gut. So. Okay. Yay, ein Ausgang. Damit haben wir ein Zulft endlich hinter uns gebracht. Gibt es hier draußen was zu holen? Nö. Okay, passt auf, wir machen jetzt Folgendes. Ich mache Schnellreise nach Winterfeste.
Dort angekommen verkaufe ich erstmal ein bisschen Zeug, damit wir Platz haben. Und dann machen wir direkt mit der Quest weiter. Bis gleich. Wenn ihr an einem Experiment arbeitet, es gibt nur wenige Orte, an denen man meiner Art von Arbeit... Wie schnell ihr gelernt habt. Äußerst beeindruckend. Es gibt noch weitere Zauber zu lernen. Mächtige Zauber, die Wesen noch stärker und dauerhafter eurem Willen unterwerfen können. Doch es gibt Risiken. Es gibt immer Risiken. Ihr müsst einen ungebundenen Dremora beschwören und befehligen. Ich bringe euch den Zauber zum Beschwören des Dremora bei. Allerdings funktioniert er nur an einem für dieses Ereignis speziell vorbereiteten Ort. Wenn ihr den Dremora beschworen habt, befehlt ihr ihm, einen Siegelstein aus einem Oblivion-Tor zu holen. Sobald ich den Siegelstein habe, werde ich die Zauber für euch aufschreiben. Wenn das nur stimmen würde. Das Beschwören eines ungebundenen Dremora ist nicht mit normalen Beschwörungszaubern zu vergleichen. Er wird nicht einfach tun, was ihr ihm gebietet. Ihr müsst erst beweisen, dass ihr die Kontrolle über ihn habt. Hier ist der Zauber, den ihr benötigt. Begebt euch zur obersten Ebene der Halle der Leistung. Ich habe dort einen Ort für euch vorbereitet. Ich habe das nur kurz mit euch reingeschnitten. Das hat er mir nämlich gerade so mit auf den Weg gegeben, wie ihr gesehen habt. Ich wollte eigentlich nur bei ihm was verkaufen, aber bei der Gelegenheit warum nicht. Okay, wie gesagt, jetzt verkaufe ich und dann geht's gleich weiter. Okay, hier sind wir wieder bei der Hauptquest. Ihr seht, da ist ganz schön Party. Ich bin mit dem Erzmagier. Ich weiß nicht, was er macht, aber damit kommt er nicht davon. Was ist los? An Khan. Er ist da drin und macht... etwas. Wir wissen nicht was. Wir versuchen gerade hineinzugelangen. Dafür wird er zahlen. Das kann ich euch versichern. Helft ihr uns hierbei? Wir geben alles, was wir haben. Mir ist egal, was das ist. Ich will, dass es beseitigt wird. Wir müssen herausfinden, ich will was, wissen, an was er da drin macht. Was soll ich jetzt raustun? Sie macht Eis, er macht nichts mit Feuer nicht. Was geht hier vor? Ankano, hört sofort damit auf. Ich befehle es euch. Haltet euch fern von... Oh, sieht das cool aus. Okay. Ist mit euch alles in Ordnung? Könnt ihr laufen? Ich brauche euch. Wir sind in Schwierigkeiten. Mir geht's gut. Kano macht etwas mit diesem Ding, dem Auge. Wir können ihn nicht aufhalten. Ich habe Savos seit der Explosion nicht mehr gesehen. Vielleicht wurde er davon erfasst und ist verletzt. Ihr müsst den Erzmagier finden, und zwar rasch. Macht euch auf den Weg. Was passiert? Mir geht es gleich wieder gut. Ich muss nur erst wieder zu Atem kommen. Sucht Savos. Na gut. Eigentlich müsste er hier drin sein, aber... Ja, immerhin, wenn sie ihn weggeschleudert hat, er stand hier hinten. Wäre im Fenster kaputt, aber hier liegt keiner. Also wahrscheinlich ist er trotzdem irgendwo draußen. Was ist geschehen? Ist mit euch alles in Ordnung? Was ist hier drin geschehen? Wie, Erzmagier Arin ist tot? Woher wisst ihr das? Ich kann es kaum glauben. Aber es bleibt keine Zeit. Was immer hier geschehen ist, betrifft auch Winterfeste. Ihr müsst dorthin gehen und euch vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Ich werde hier tun, was ich kann. Geht jetzt, geht! Ihr guckt da nach unten. Liegt er hier? Sehen nicht, also falls es jemand sieht, echt nicht. Egal, wir sollen jetzt nach Winterfeste gehen, das machen wir jetzt. Was ist los? Was ist dort drinnen geschehen?
Irgendwas ist schiefgegangen. Winterfeste können sich in großer Gefahr befinden. Könnt ihr helfen? Das ist eine ziemliche Untertreibung. So etwas habe ich noch nie gesehen. Nun, ich schätze, wir können hier nicht einfach herumstehen. Wir sollten etwas tun. Arniel, bleibt wachsam. Wir dürfen nicht zulassen, dass diesen Leuten etwas passiert. Müssen wir das? Immer nach. Ich weiß, wo es lang geht. Ah, okay. Geistlichter. Die klauen uns ja in der Regel sehr gerne unser Mana. Mal gucken. Ist irgendwie hinterher, dass ich außerhalb der Reichweite von dem bin. Und sie dann hier mit ein bisschen ablenke. Klappt wohl nicht. Es ist einfach nur hell. Irgendwas passiert. Ja, ich sehe nicht, dass irgendwas Schaden kriegt. Also das bringt es wahrscheinlich nicht. Ja, kommt. Da wir ziemlich gute Elementarresistenzen haben, kloppen wir einfach drauf. Und professionell. Sieht cool aus. Das Problem ist, ich hat von euch nicht viel, weil es blendet. Können wir ja noch irgendwie in die Ecke drängen? Nicht uns selber? Er kennt einfach nichts. Komm schon. Das ist cool. Hey, ich habe einen getroffen, glaube ich. Ich habe eine Idee. Kommt mal mit, kommt. So. Treff ich dich? Ja. Und die werfen ihn auch richtig zurück, okay. Geht doch, einmal weg. Ach cool, noch ganze neun. Irgendwo einer hier? Yay, zweiter weg. Mal sehen, vielleicht können wir da einen hier hochlocken. Das hat ganz gut geklappt. Na, klappt leider nicht, schade. Wie sagt das Ziel? Ich will nicht unsere Verbündeten abmetzeln. Also begehe ich hier noch ein Verbrechen. Ich hoffe, das zählt und nicht. Moment, ich sehe die ganze Zeit so gut wie nichts. Hi. Falsch getroffen habe, sorry, wollte ich nicht. Super, nur noch 7. Oh, ich wette, ohne Elementarresistenzen wäre der Kampf heftig. Wer spielt denn das? Hallo? Okay, ich kann den Elementarschrei auch nicht machen. Na, jetzt. Güte. Sterbselt. Los, sterbselt. Oh, irgendwas ist in meiner Tat.
Das Gefährlichste an denen ist, dass man nichts sieht. Okay, wieder weg einer. Ah, haben die Kollegen auch einen erwischt? Hier hinten hängt noch irgendwo einer rum anscheinend. Wenn man Glück hat, hängt er an der Ecke fest. Ja. Einer noch. Oh. Da hinten. Ja, der hat nur einen Pfeil drüber, weil er wieder seine Sache machen will mit seinen Fässern. Die habe ich nicht. Okay. Trauben tun die leider auch nichts. Mirabelle, Mirabelle. Das ist die in der Akademie. Habt ihr noch irgendwas Spannendes zu sagen? Wir müssen konzentriert bleiben. Mhm. Das ist ganz und gar nicht gut für unseren Ruf. Antworten die Frage als mit einem deutlichen Nein-Lein. Eigentlich auch gemein, einen Magier gegen Gegner zu schicken, die einem das Mana zapfen. Da liegt der Drache auch noch so rum. Mirabelle ist in der Regel in der Haupthalle zu finden. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass sie da immer noch ist. Immerhin, das war doch die, die bewusstlos neben uns lag oder bewusstlos sind wir aber verletzt. Ja, der macht ja so sein Ding weiter. Ganz gechillt. Ah, da ist er, oder? Ja. Nun, ist da draußen alles in Ordnung? Winterfest ist in Sicherheit. Vorerst. Ich wünschte, ich könnte dasselbe von uns sagen. Tolfti und ich können versuchen, diese Angelegenheit geheim zu halten. Ihr müsst den Stab des Magnus in die Hand bekommen. Rasch! Tja, dann auf nach Labyrinthion. Was? Seid ihr sicher? Der Stab ist dort? Das kann kein Zufall sein. Wovon redet ihr? Der Erzmagier. Er hat mir vor kurzem etwas gegeben. Er sagte, es sei aus Labyrinthion und ich würde schon wissen, was damit zu tun sei, wenn die Zeit gekommen ist. Dann glaube ich, dass das für euch gedacht war. Ich weiß nicht warum, aber für ihn hatte die Sache etwas ganz Persönliches. Und ich finde, ihr solltet dieses Amulett nehmen. Es hat Savos gehört, aber ich glaube, euch würde es jetzt am meisten nützen. Nehmt das und macht, dass ihr wegkommt. Bringt den Stab zurück, bevor Ankano noch die ganze Akademie um uns herum zum Einsturz bringt. Torquist von Labyrinthion, Savos Arnsmonet, gerade aktualisiert. Okay. Pinnen wir das mal an. Gut, also wir können jetzt wohl safe sagen, dass unser Erzkanzler tot ist. Das ist eigentlich schade. Den hatte ich doch recht gern gehabt. Seine Leiche liegt anscheinend unterhalb des Brunnens. Immerhin standen hier für uns alle rum. Okay. Labyrinthion. Gucken wir mal. Auf Karte anzeigen geht so? Ja. Labyrinthion. Da ist der Marker, da ist das Ding auf der Karte. Also ich glaube mal, der kürzeste Weg. Achso, da müssen wir hier über den Berg irgendwie, ne? Oder das Tal darum. Ach komm, wir versuchen es von hier nach Norden. Der Berg wird hoffentlich ganz hoch sein. Huch, ist hier los? Bist du? Rodenmeister, Knochenmeister, okay. Jetzt nicht mehr. Nein, das wollte ich nicht. Ah. Schade. Dadurch konnte er sich natürlich nicht wieder aufladen, sehr. Na egal. Mit ein paar Steinen. Boah, hat er gute Ausrüstung. Ein paar Steine kriegen wir den auch später wieder voll. Hi.
Alter! Ich sei der richtige Lootbringer. Okay. Ja, so werden wir nicht ganz laufen können. Ich glaube, wir müssen linksrum hier irgendwie vorbei. Oh, das klingt nach einem Drachen. Ja, natürlich können wir Drachen bekämpfen. Ich bin jetzt mal ganz unhöflich und ehrlich. Ich habe das gern, wenn ein paar Zielscheiben mit dabei sind, die für uns den Schaden abfangen. Deswegen schreien wir nicht ganz so weit. Wenn er spontan doch hier runterkommt. Okay, der Berg sieht doch ganz schön steil aus. Ich bin schon falsch eingeschätzt. Okay. Von der Größe her könnte das schon so eine Ruine sein. Schleich mal lieber. Das ist Labyrinthion. Hä? Bin ja ganz anders gelaufen. Okay. Ja, sei es drum. Also, wir sind jetzt in Labyrinthion. Das ging irgendwie schneller als erwartet. Muss nur gucken, wie wir sicher hier runterkommen. Oh, ich mach mal lieber meinen Tropfzauber an. Nur für den Fall, dass wir da runterknallen. Oh, da steht was Großes. Seht ihr das? Da. Weiß nicht, Art Hund. Bloodrake, Blutdrache. Boah, viel ausgehalten hat er nicht. Wisst ihr was? Den nächsten, der jetzt hier gerade hochkommen will, versuchen wir ein Bombardement zu holen. Sehr schön. Komisches Vieh. Oh, der Drachenschuppen, okay. Ehrlich, passt da nicht ins Iglu? Ah, bevor wir jetzt aber Labyrinthion machen. Seht ihr auf der Karte, da ist in der ganzen Nähe ja noch so eine Ruinsymbol. Das würde ich gerne vorher mitnehmen. Weil, wenn wir das nicht mitnehmen, kommen wir nicht per Zufall wieder her, dann kriegen wir das nicht angezeigt. Deswegen würde ich das gerne schon vorher machen. Ja, da war gerade kein Problem. Wird es inzwischen auch nicht sein. Fiffi! Ja, ein bisschen an die Schlüsselmeister und Torwächter vom Ghostbusters. Das ist ein Eingang? Nee. Okay, irgendwer sieht mich. Oh. Noch einer von euch. Schön, ihr habt alle Drachenschuppen. Das ist sozusagen eine Ruine in der Ruine, aber her das Symbol. Vergessenes Valkyk, okay. Ja gut. Ich denke, das ist ein guter Moment, um hier eine Pause einzulegen. Dann gehen wir gleich das nächste Mal in die Ruine hier rein, dann passt das auch ganz gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und war halt doch jetzt ganz interessant, was da so in der
Akademie abgegangen ist. Mal schauen, wie es dann weitergeht, auch wenn wir das einen kleinen Umweg hier dann noch machen werden. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Würde mich natürlich über einen Like freuen. Daumen hoch ist immer toll. Und ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!